Hey, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Ich sollte mal schlafen. Oh, Scheiße! Nein. 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 Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Du kennst mich, ich komme klar. Klingt gut. Ich komme zurück, sobald ich Chris finde. Sowieso, muss los. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Was zur... Hallo? Hallo? Irgendjemand hier? Hallo? Alles in Ordnung? Warten Sie hier. Ich schau mal nach. Unmöglich.
müssen raus hier. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Scheiße. Claire, steig aus! Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Oh, Scheiße.
Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Darf nicht anhalten. Muss in Bewegung bleiben. Ist wie das Ende der Welt. Polizeistation. Bin fast da. Schon, Chris. Wo steckst du? Mist. Drin sind sie auch. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Schickt Verstärkung. Ostkorridor. Ich sollte ihm helfen. Konzentration, Claire. Konzentration. Oh mein Gott. Aufmachen! Schnell! Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Ich bin hier! Die Tür aufmachen! Aufmachen! Aufmachen, bitte! Hier, geben Sie mir die Hand! Hilfe! Festhalten! Geben Sie mir die andere Hand! Oh,
Oh Gott. Marvin Brenner. Danke. Du wurdest wohl gut ausgebildet. Ja, ich weiß, wie man auf sich aufpasst. Komm her. Also, niemand kennt die Ursache? Es gibt viele Theorien. Aber ich weiß nur sicher, dass es hier vor Zombies wimmelt. Ja, was sie nicht sagen. Hey, lass das an. Nur für den Fall. Ich werde nicht lang bleiben. Wenn ich Chris finde, sind wir hier raus. Du bist wirklich Chris' Schwester? Ja. Wieso? Haben Sie was gefunden? Er ist verreist. Europa, denke ich. Vor Wochen schon weg. Verreist? Das ist großartig. Ich habe noch mehr für dich. Anscheinend gibt's einen Weg raus durch diesen Geheimgang hier. Gut. Hey, Sie sollten schnell ins Krankenhaus. Oh nein, vergiss mich. Ich kümmere mich um mich selbst. Nein, das machen Sie nicht. Sie brauchen dringend Hilfe. Hör zu, Claire. Rette dich selbst. Damit du deinen Bruder wieder siehst. Hier. Du brauchst das sicher. Nein, ich nehme das nicht. Sie werden das. Und pass gut auf. Wenn du eins von den Dingern siehst, wer immer es auch war, darfst du nicht zögern. Schalt es aus, wenn du kannst. Oder renn.
Also hat Elliot recht. Ja, noch sind wir nicht raus. Nein.